Ja, salut, bienvenue, mes amis, jetzt wieder cooles Filmbild. Und heute gibt es mal eine Review, die aufgezeichnet ist von mir. Ich wollte es eigentlich gestern Abend noch machen. Es wäre auch besser gewesen, wegen der Lichtverhältnisse. Die Sonne kommt jetzt gerade so ein bisschen rum, ja, und denkt, ich nerv mal die Kohle, ja. Und daher kann es vielleicht zu eventuellen, ja, Lichtschwankungen hier kommen, ja. Ich habe meinen Scheinwerfer wie immer an, aber der nutzt, wenn die Sonne so reinprallt, nicht besonders viel, ja. Nun ja, ich hatte es gestern leider nicht mehr geschafft, am Abend die Aufzeichnung zu machen, wollte aber unbedingt mal auch so eine Review veröffentlichen und denke jetzt mal, müssen wir aushalten, ja? Mitgefangen, mitgehangen, so ungefähr. Und zwar, ich hatte gestern schon in meinem Livestream irgendwie angekündigt, glaube ich, ja, zumindest jedenfalls vorgestern, dass ich auch einen tollen Film mit Daniel Auteuil gefunden habe, ja, auf einer Plattform, den ich glaube ich selber noch nie gesehen habe oder den ich so selten vielleicht nur einmal gesehen habe, dass mir der überhaupt nicht mehr geläufig war. Ja. Und ich wollte eigentlich diesen Film gestern schon vorziehen, aber es hat sich dann zeitlich nicht gut gemacht, weil der Film geht recht lange, ne? Eigentlich im Original 2 Stunden 11. Ich habe eine Version gefunden von 2 Stunden und einer Minute. Ja, okay, ein bisschen was gekürzt, leider. Ja, aber nichtsdestotrotz, denn gestern hatte Daniel Auteuil nämlich eigentlich Geburtstag. Und zwar seinen 74. Geburtstag hat er gestern gefeiert, am 24. Januar 2024. Ja. Von daher denke ich, okay, ja, wir machen das mal so als, ja, Glückwunsch nochmal nachträglich. Ja, so kann man es sagen. Nachträglicher Glückwunsch geht also nochmal ganz speziell jetzt an Daniel Auteuil. Ja. Und wer meinem Kanal schon länger folgt oder meinem Kanal länger schon folgt, der weiß mitunter jetzt dann schon, dass ich ein sehr großer Fan von Daniel Auteuil bin, ihn sehr schätze als Charakterdarsteller, auch als Komödiant dann auch. Ja, und dieser Film hier, der heißt Einige Tage mit mir. Ja, der ist 1988 entstanden, ist eine Literaturverfilmung. Und wurde dann unter der Regie von Claude Sauté dann, ja, sagen wir mal, gemacht, ja, also produziert, jetzt nicht, weil produziert, also jemand ins Leben gerufen, ja, der wurde von ihm unter der Regie hergestellt, so kann man sagen, ja, hergestellt, genau das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Gut, neben Daniel Auteuil, der damals noch sehr jung war, ja, jünger als ich jetzt zum Beispiel, war zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten 38 Jahre alt. Und Sandrine Bonnaire ist seine, ja, Mithauptdarstellerin, ja, also gleich immer an seiner Seite, die damals noch knusprige 21 Jahre alt war gerade, ja. Also naja, ja, die Zeiten sind vergangen. 1988, man glaubt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und jetzt denkt man, so lange, also so lange kommt mir das selber immer gar nicht vor. Denke mal so, und jetzt sind sie schon über 60, beziehungsweise Auteuil ist dann 74 geworden. Schade, ja. Man könnte, würde gerne manchmal die Zeit zurückdrehen wollen. Nun gut, aber jetzt kommen wir mal wirklich zu dem Film. Das ist so eine, ne, man weiß gar nicht richtig, was es ist. Es ist irgendwie so eine Art Komödie, also eine Art Komödie, ja. Es ist nicht eine reine Komödie. Es zählt bei manchen Filmdiensten, wenn man mal so nachgoogelt oder so, ja, auch ein bisschen als Thriller, ja, hat auch leichte Elemente davon, ja. Und was soll ich sagen? Ja? Ich weiß nicht, wie ich ihn so richtig einschätzen soll vom Genre her. Ja? Aber wie gesagt, ich habe den gestern Abend dann endlich doch wenigstens noch geschafft zu schauen. Und nicht, dass man jetzt denkt, oh, ja, sie findet den Film wieder toll. Ja? Denn ich finde den Film wieder richtig toll gelungen. Aber nicht, dass jetzt jemand denkt, jo, ist Daniel Auteuil, ja, da findest du wahrscheinlich alle Filme gut. Nein, ja, das nicht. Ja? Ich finde manche weniger gut, manche sehr, sehr gut, manche herausragend und manche so neutral gut, ja, aber wirklich so richtig schlechte Filme, wenn man mich mal so fragt, ja, kenne ich mit Auteuil eigentlich wirklich nicht, ja, also wenn man den Namen schon mal liest, ja, dann weiß man eigentlich, dass man mal gute Unterhaltung geboten bekommt und so ist es ja auch mit Einige Tage mit mir, ja. Es geht darum, um einen Mann, ja, so in Ende 30er Jahre, ja. Und der ist ja Inhaber quasi, Mitinhaber so einer Kaufhauskettenfiliale, ja, oder Filialen, sagen wir mal so, ja. Die Haupt
wie sagt man, Hauptpatriarchin, ja, ihr seht ja schon wieder die Sonne, ja, es tut mir leid, aber ich muss es auch mal so probieren, Leute, ja, da kann die Kohle jetzt nicht umhin, ja. Die Hauptpatriarchin, oder sagen wir mal die Hauptchefin dieses großen Konzerns dann, des Hauptkonzerns, stellt seine Mutter da, gespielt von Danielle Dailleux, ja, das war eine tolle Schauspielerin und Sängerin, Chansonniere auch, schon, ja, ein bisschen älter da, ja, 71 zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten wohl, und die führt das Ganze, ja. Nun ist aber das Problem, ihr Sohn ist gerade, ja, nicht zur Stelle, ja, also im geschäftlichen Bereich, denn irgendwie scheint er ein bisschen geistig nicht mehr so auf der Höhe zu sein. Also er ist ein bisschen jetzt nicht so verwirrt, aber er ist auch nicht lebensmüde, aber er hat psychische Probleme, sagen wir es mal einfach so. Und ich werde mal so machen. Ich werde mir nächstes Mal einen Hut aufsetzen, ja. Aber ich wollte heute jetzt nachmittags jetzt hier aufnehmen, ja. Das muss sein, ja. Gut, also wie gesagt, Daniel Auteuil spielt dort Martial. Martial, also da wird es wirklich so genannt dann, ja, Martial, ja. Und der liegt gerade in einer, ja, soll ich Klapse sagen, ja, also in einer, wie soll ich sagen, ja, Irrenanstalt, ja, also in einer psychiatrischen Abteilung irgendwo, ja. Und ruht sich da aus von seinen, man weiß auch nicht, was es wirklich ist bei ihm, ob er nur um ihn Burnout hat, wie man so neudeutsch sagt, ja, ob er einfach überarbeitet ist oder ob er einfach wirklich irgendwie psychische Probleme auch privat hat, denn wie sich auch dann schnell herausstellt, er ist eigentlich verheiratet und seine Frau, nach einem Jahr Ehe bereits ihm fremdgegangen und das juckt ihn, dem Martial, aber eigentlich gar nicht, ja, dem ist das eigentlich so egal. Also man kann sagen, er ist emotional gleichgültig, ja, allen Belangen eigentlich gegenüber, ob es jetzt um seine Ehe geht, die völlig vor den Scherben seines der Existenz der Ehe stehen, oder ob sonst was ist, auch geschäftlich, das merkt man dann auch, er ist ziemlich, ja, es ist ihm egal, was los ist, ja, so als wenn es ihm eigentlich gar nichts weiter angeht, als wenn das so an ihm vorbeizieht, ja. Gut, die Mutter ist natürlich vom Martial darauf erpicht, dass der junge Mann wieder so schnell wie möglich in die Geschäftsführung zurückkehrt, denn es gibt so einige Probleme in den ganzen Filialen, die haben mehrere Filialen, in Paris ist der Hauptsitz der Filiale und dann haben sie so kleinere Filialen rundherum in Paris, in Frankreich aufgebaut, ja, und errichtet. Und da sind schon viele Zeiten jetzt schon keine Inspizienten mal wieder da gewesen, also die irgendwie mal die Bücher mal durchschauen, ja, also hier vom finanziellen wegen her. Und dafür ist Martial aber richtig gut, ja, und die Mutter sagt, mal sehen, wann der wiederkommt, ja. Naja, wir fangen dann auch an, als Martial dann wieder entlassen wird aus der Klinik und er kommt dann auch gleich zu so einer, ja, sagen wir mal, Gemeindekonferenz, ja, da Geschäftskonferenz gleich rein. Also als wenn gar nichts gewesen wäre, ja. Die fragen ihn auch, geht es dir gut und geht es ihnen gut? Können Sie dem jetzt hier folgen und so? Und der sagt, also der sitzt dann auch so da, also so eigentlich so, ja, was los, ja. Also es interessiert ihn eigentlich auch schon wieder nicht so richtig. Er hört sich die ganze Sache aber an und es wird dann gesagt, ja, wir haben das schon jetzt über ein Jahr oder länger, auch manche Jahre nicht mehr besucht. Das muss unbedingt mal sein und irgendjemand müsste mal überall vorbeischauen, ja, und zwar so binnen einer Woche, sagen wir mal so 5 Tage, ja, wenn man jetzt von 5-Tage-Woche ausgeht, in 5 Tagen jeden Tag eine Filiale bitte abklappern, ja, und da die Bücher kontrollieren und mal sich voll wieder mal die Filialen leiten da in den Provinzen da, ja, mal ein bisschen zur Brust nehmen und so, ein bisschen reden, was da los ist. Und Martial sagt dann, ja, gut, ich mach das, ja, also ich reise ich halt dahin, ja. Naja, seine erste Station führt ihn dann nach Limage. Limage ist ein kleines Provinzdörfchen, ja, also in Frankreich. Sieht da eigentlich sehr süß aus, ja, man muss es sagen. Und dort, da merkt man schon so ein bisschen schon, ja, ganz nett, ja, so, auch so die Aufmachung, wie dieses Kaufhaus da so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie, darf man das so sagen, so wie Walmart-mäßig, ja, so ähnlich.
Und da nimmt er sich dann erstmal schon mal den Geschäftsführer zur Brust da von der Filiale. Und der ist völlig, also auf dem Häuschen, ja. Also der ist zu übernett, ja. Und man weiß eigentlich gleich, also die Freundlichkeit ist sehr, sehr gespielt, ja. Und sie wird auch immer schlimmer, dann diese Freundlichkeit. Leute, es ist schrecklich mit der Sonne. Ich hätte es nicht machen sollen heute, ja. Aber er wird dann immer schlimmer mit der Freundlichkeit. Also es ist völlig übertrieben. Man weiß also, man sollte sich die Bücher vielleicht mal doppelt und dreifach einmal anschauen, ja. Und man merkt auch, dass dieser Geschäftsführer, Raoul heißt der, glaube ich, ja, Raoul, und dass der irgendwie nervös wird. Ja? Also der wuselt da rum und wenn Sie noch was wollen und haben Sie Fragen, dann Sie können mich immer fragen. Also dieser Satz, den bringt ja ständig dieser Geschäftsfilialleiter, ja. Und das nervt völlig, ja. Also am Anfang ist es ja gut, ja, aber immer wenn der irgendwie dann wieder reinkommt, weil man merkt, der ist richtig aufgeregt, ja. Die Bücher werden kontrolliert, ja. Naja, so ein bisschen geht dann das dann auf den Keks. Und ich dachte dann so als Zuschauer, ja, ist gut, ja. Ich weiß es jetzt. Wenn was ist, kann ich mich an sie wenden, ja, alles klar. Aber auch da ist martial, man sieht es total. Also hat die Ruhe weg, ja. Sehr teilnahmslos, ja. Der hat bloß seine Bücher, also wie so ein Buchhalter quasi, ja. So ein stupider Buchhalter, ja. Der einfach bloß immer so, da ist es, ja, so, und einfach nur die Bücher sieht, ja. Naja, gut. Eigentlich ist es dann so, dass Martial ja eigentlich am nächsten Tag schon wieder los muss, zur nächsten Filiale, ja. Ist ja wie so eine Tournee, kann man jetzt mal so sagen, ja. Und ja, was soll man sagen? Es ist, wie es ist, ja. Entscheidet sich dann doch noch ein bisschen in die Wasch zu bleiben und sagt dann zu diesem Filialleiter auch, jo, also irgendwie brauche ich eine Unterkunft, ja. Und der Filialleiter, ein bisschen sehr widerwillig, aber er will natürlich gastfreundlich sein und sagt natürlich, und er will sich natürlich auch gut stellen mit diesem Oberboss, ja, mit den Büchern da. Und sagt, oh ja, komm, essen Sie mit uns, ja, fühlen Sie sich wie zu Hause, Sie können hier die Nacht jetzt bleiben, ja, bis morgen Ihr Flug dann geht. Naja, wird dann gemacht, ja. Und in der Zeit lernt Martial dann auch das Hausmädchen von diesem Filialleiter da kennen, die heißt, glaube ich, Francine, Francine, Francis, Francine, Francis. Francis von Francine, glaube ich, ja. Aber jedenfalls ist es Dienstmädchen, ja. Muss man direkt nochmal schauen heute, ja. Es ist ja sowieso egal. Ich könnte es ja auch nachher schneiden, aber ich habe keine Lust, heute zu schneiden, meine lieben Leute von heute. Ich mache das mal einfach, es ist dann wie live, ja, nur dass es aufgezeichnet ist. Wie ist sie denn? Ja, Francine, ja, Francine. Ist das Hausmädchen, ja, gespielt von Sandrine Bonnaire und die lernt er kennen, ja. Die ist auch schon nicht so erpicht, ja, jetzt muss sie noch ein Bett beziehen und so, ja. Weil eigentlich wollte sie schon Feierabend haben. Nun ja, nun ist der Abend aber später geworden und sie macht das dann auch und bringt ihm da auch noch was zu trinken dann für die Nacht und so. Und irgendwie findet Martial anscheinend, also man merkt es erst gar nicht so, irgendwie gefallen, aber irgendwie an der, ja. Also er findet sie wohl ganz nett, ja. Aber eigentlich merkt man es am Anfang nicht so sehr. Naja, man denkt ja nun am nächsten Tag, ja, dass er weiterfliegt zum nächsten Filialort da, in der nächsten Provinz da. Und macht er aber nicht, ja. Stattdessen merkt man dann, dass er sich eine riesen Wohnung genommen hat, ja. Die eigentlich doch, also ein paar Möbel stehen drin, ja, aber so eine veralteten Dinger, ja. Also. Und wie man das erfährt im Film dann, ist es tatsächlich so, dass die Wohnung riesig groß ist. Wo es 250 Quadratmeter, wenn ich das richtig verstanden habe. Da dachte ich, boah, super, ja. Also ich liebe ja große Wohnungen, ja. Da dachte ich, oh schön, ja, da kannst du dich verlaufen. Ja. Da hat man seine Ruhe, wenn man mit jemandem zusammenlebt. Ja. Das ist prima, ja. Naja, und er ruft dann nochmal diesen Filialleiter an, wo er gestern in die Marsch da ja war, ja. Also wo er auch da übernachtet hat. Martial ist ja noch in die Marsch und sagt, jo, also hören Sie mal, ja, ich würde gerne eine Einweihungsparty geben. Gleich an dem Tag, wo noch gar nichts richtig eingerichtet ist, ja. Da habe ich schon so gedacht, hä? Ja. Yes, wie wir, gut, man kann natürlich Catering machen, ja. Sich holen lassen und so, aber dachte, keine Möbel und nichts, ja, also ist ja dann auch komisch für die Gäste, ja.
Und er bittet den Raul, ja, also diesen Filialleiter da von gestern, dann darum, ob es nicht möglich wäre, dass er ihm sein Dienstmädchen mal zur Verfügung stellen könnte für den Abend, um die Gäste bewirten zu können und so. Naja, da gibt es dann noch einiges hin und her, ja, aber letzten Endes geben die dann Mädchen dann mal, leihen die das mal aus, ja. Die kommen dann da auch wirklich hin. Ja. Und sagt, ja, und so, ist ja noch nicht viel hier drin, ja, und wo soll ich denn jetzt hier kochen? Die Küche steht zwar, aber da ist nichts, ja, der Kühlschrank steht außerhalb offen mit null drin was, ja. Und dann wird sehr schnell ersichtlich, dass eigentlich, also Martial sagt dann, ja, also Essen wird geliefert, und, ja. Und ja, die Francine, die merkt schnell, da ist ja bloß für zwei gedeckt, ja. Und er sagt, ja, naja, ich wollte es nicht so offensichtlich machen. Eigentlich wollte ich nur Sie einladen, ja. Und ja, warum? Wie kommen Sie darauf? Ja, und, ja, mir ist so sehr, Sie gefallen mir irgendwie und denken Sie jetzt nicht schlecht über mich. Ja, oder so, ich will eigentlich sie nur kennenlernen, ja, also nee, ich habe keine bösen Absichten. Und sie ist eigentlich so, dass sie gerne wieder so schnell wie möglich weg will. Aber sie lässt sich überreden zu einem kleinen Drink, ja, und ja, machen sie dann auch und kommen aber dann so ins Gespräch, ja. Und man merkt dann irgendwann, so, dann haben sie doch gegessen zusammen und Francine hat ein bisschen zu viel innebelt, ja. Und sie sagt dann einfach, ich komme schon fast gar nicht mehr nach Hause. Sie versucht es allerdings, ja. Und naja, man merkt schnell auch als Zuschauer, wenn sie jetzt weiterläuft, ja, könnte noch ein Unfall passieren. Ja, sie sollte lieber da bleiben. Ja. Und er sagt dann auch, okay, wir haben hier ein Schlafzimmer und ich schlafe dann auf der Couch, das wird auch so gemacht und so, obwohl die auch schon kaputt geht. Also sie setzt sich zum Beispiel einmal so auf, klappt die Couch so zur Seite, ja. Naja, gut, aber dabei hätten sie sich mit so einem, da links was unter, alles klar, ja. Also er ist dann quasi erstmal auf der Couch und sie liegt dann im Bett, schlafen da, aber irgendwann, naja, entscheiden sie sich doch ein bisschen zu kuscheln, ja. Er kommt dann zu ihr dann ins Bett, weil sie sagt, sie liegen da so komisch da auf der Couch, kommen sie auch einfach ins Bett. Es ist ja nichts weiter. Ja, ja und die schlafen dann auch einfach nur. Und seitdem sind die eigentlich zusammen. Ne? Also kann man so sagen, also die Francine, die ist eigentlich eher so, sie hat auch noch einen Freund, ja. Und der, ja, der ist aber, also das ist so eine lose Beziehung, kann man so sagen. Ja? Also schon ein bisschen eng, aber naja, ja, also sie will ihre Freiheiten auch. Der Francine ist das sehr, sehr wichtig, ihre Freiheiten zu bekommen und zu behalten. Und das sagt dem Martial auch zu. Er sagt, ich bin hier nicht irgendwie so ein Typ, der dich festhalten will. Du kannst immer kommen und gehen, wann du willst. Es ist einfach belanglos. Ja? Du brauchst dich nicht hier abmelden oder du brauchst mir keine Rechenschaft auch ablegen, was sehr, sehr schön ist. Ja? Obwohl er sie immer so ganz besonders anschaut und eigentlich leben sie dann schon so wie so richtig zusammen. Ja? Und sie sagt dann am nächsten Tag auch, ja, ich muss ja wieder dahin zu diesem, ja, zu dem Filialleiter da, ne? Also zu dem Raul da und seiner Frau da. Und ja, ich habe gar keine Lust und so, weil sie wird da auch nicht so gut behandelt und so, ja, also die sind nicht so nett, wie sie das eigentlich für sich bräuchte. Und er sagt, dann kündige einfach, ja. Denn Martial ist ja eigentlich reich, ja. Man kann sich das denken, ja. Wer sich jetzt für 3 Monate hat er die Wohnung gemietet, für 3 Monate, das 250 Quadratmeter Wohnung, gut, ist jetzt nicht Paris, ja, da wäre es jetzt noch teurer, aber in Limoges, ja, auch wahrscheinlich nicht gerade günstig, ja. Naja, und er hatte die Kohle, ja. Und er sagt, ja, dann kündige, ja. Und sie sagt, ja, was soll ich denn dann machen? Ja? Ja, machst du hier, arbeitest du für mich, ja, kriegst du hier eben das Geld. Aber, und das macht die dann auch. Die ruft die dann wirklich an und sagt, jo, das war's, ja, ich kündige. Die anderen sagen natürlich, wie jetzt, warum jetzt, ja, welche Gründe liegen vor? Das hat sie nichts anzugehen. Ja, richtig, ja. Es ist ja, wie es ist, ja. So, und ab dem Moment sind die eigentlich zusammen, ja, Francine, ja, wie soll man sagen, geht natürlich auch mit Martial oft weg und stellt ihm quasi ihre Freunde dann vor, ja, die gehen dann so, machen so eine Tour durch Kneipen und so, und Martial, obwohl er so ein bisschen, auch da wieder so ein bisschen so ist, als wenn ihn eigentlich gar nichts angeht, er beobachtet die Leute eher lieber, glaube ich, so ein bisschen, und, aber er ist immer so ein bisschen wie Gedanken verloren, also so, als wenn er so ein bisschen eigentlich nur an irgendwas denkt, aber nicht richtig anwesend ist. So ungefähr kommt einem das vor. Und trotzdem wird er sehr, sehr gut aufgenommen in dem Freundeskreis von Francine.
die verstehen sich wirklich gut und ja, kann man wirklich nicht meckern, ja. Und die nehmen auch alle so, wie sie da sind. Also jeder Kumpel, Freund und alles, ja, das merkt man sehr schnell, wird einfach so genommen, wie er ist, der Mensch, ja. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön angenehm. Also so sollte es auch sein, ja. Und ja, wie gesagt, machen den Umtrunk und so und dann entscheidet sich irgendwann mal tatsächlich mal eine Party zu machen, ja, in dieser Wohnung. Denn er hat inzwischen Francine gesagt, sie solle doch mal Möbel kaufen, er gibt ihr das Geld dafür. Sie soll die Wohnung mal so einrichten, nach ihrem Geschmack, wie sie es gerne möchte, ja. Die finanziellen Mittel sind unentscheidend für ihn, ja. Er gibt ihr es einfach, was sie braucht und ist gut. Ja, und Kleider kann sie sich auch gerne kaufen und alles. Also der prasst richtig mit dem Geld rum, ja. Und da sieht man dann auch als Zuschauer dann, wenn man eine Blende gibt und man cut, ja, wo dann zum Beispiel in der Pariser Hauptfiliale die Geschäftsführer natürlich sagen, ja, der Martial nicht, dass der wieder so mit dem Geld rumschludert, ja, also so ja, wie ich schon gesagt habe, ja, was er auch gerade ja macht. Nicht, dass der hier uns in die Pleite quasi wieder reinmanövriert. Naja, aber wie gesagt, die beiden nehmen dann da so und machen tatsächlich eine Party dann. Ne? Und da merkt man wirklich eigentlich zum ersten Mal, dass es ein bisschen komödiantisch ist, was schon ein bisschen satirisch. Ja? Weil jeder, also das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern soll, aber als die ersten Gäste dann kommen, also auch der Filialleiter, wo jetzt Francine zum Beispiel auch gekündigt, der hat da als Hausmädchen, der kommt da an und Martial steht noch im Morgenrock, also Bademantel so da, ja. Und denkt, warum stehen Sie hier, ja? Na, Sie haben doch heute gesagt, heute ist Mittwoch, ja? Heute ist die Einweihungsparty oder jedenfalls eine Party hier. Nö, ach, hier eine Party ist heute Mittwoch, ja. Also, und das merkt man dann so, jeder, der dazu kommt, das ist ganz komisch. Jeder tut so, als wenn er zwar eingeladen irgendwie war, aber irgendwie ihm gesagt wurde, demjenigen, dass eine ganz andere Party stattfand. Also der eine denkt, es ist eine Party, sondern eben so eine Cocktail-Stehparty irgendwie, der andere denkt, er ist eine Kostümparty. Ein anderer denkt wieder was ganz anderes und so kommen so ganz irrwitzige Situationskomiken vor in dem Moment, aber die jetzt nicht total so zum Ablachen sind. Man denkt, man ist ein bisschen selbst ein bisschen sogar verwirrt als Zuschauer und denkt so, ist da also spätes Martial erst oder ist er wirklich jetzt gerade ein bisschen verwirrt? Denn man hat ja immer im Hinterstübchen, dass er geistig ja vielleicht, also psychisch ein bisschen vielleicht instabil ist, ja, und denkt so, oder driftet der Film jetzt ganz ab, also kann man sich jetzt wirklich mal überraschen lassen, aber es gibt da eben auch lustige Situationskomiken schon aus dieser Sache heraus, dass man denkt so, würde ich das mal auf mich wirken, ja, aber da merkt man tatsächlich eher so, dass es so, ja, auch nicht unbedingt eine Komödie ist, aber eine schwarze Komödie, vielleicht so satirische Komödie, ja. Es kommt jetzt nicht so wie diese tollen französischen Komödien sonst dann richtig so aufwarten, wo man wirklich auch manchmal richtig ablachen kann. Es ist schon eher so ernster, ja. Es ist eine ernste Komödie, würde ich tatsächlich meinen, ja. Und ja, also jedenfalls verstehen die sich da auch alle gut. Es kommen dann auch so einigen ja, Dingen dann da bei dieser Party, wo ihr euch dann mal überraschen lassen könnt, die wirklich auch irgendwie Laune machen, wo man sagt, oh Mann, ey. Also, mir hat das sehr gut gefallen, ja. Auch das hat mir wieder auch gut gefallen an den französischen Filmemachern dann in dem Moment wieder, wo ich dann gedacht habe, okay, also ich habe das ja letztens auch schon mal gesagt, ja. Es gibt solche Komödien, es gibt, wo wirklich richtig lustig ist oder wo auch schon fast Slapstick ist. Dann gibt es wieder so Komödien, die eher so Tragikomödien sind, so wie bei ziemlich beste Freunde, ja. Wo man wirklich ablachen kann, obwohl das natürlich eine tragische Geschichte im Grunde erzählt, aber wo die so aus dem Leben gegriffen sind, dass man wirklich mitlachen kann und mitgerissen wird. Dann gibt es wieder so ganz komische Komödien in Frankreich auch, die ein bisschen so, ja, satirischer eben oft sind, wo man aber auch schmunzeln oder wirklich gerade deswegen lachen kann. Und dann gibt es irgendwie so eine Komödie, jetzt in diesem Fall, wo irgendwie
eher so eine schwarze Komödie ist, also nicht wirklich Satire ist, sondern wirklich eine schwarze Komödie. Und man denkt, aber eigentlich ist es gar keine Komödie, sondern sehr bitter ernst im Hintergrund, also so also ein Mischmasch von allem. Und das habe ich wieder so gemocht an diesem Film auch, dass man wieder merkt, Leute, ja, die Franzosen, die lassen sich immer was einfallen, die französischen Filmemacher. Ich weiß nicht, wie die das bringen. Ja, man denkt immer, okay, jetzt haben wir alle Genres durchmacht von Frankreich, Film. Und bei Komödien, was will man dann noch anders machen? Ja, da kommen die Franzosen wieder um die Ecke, ja, und belehren einen eines Besseren, ja, und sagen, wir legen da mal eine ganz andere Schippe hin, ja. Und das hat mich echt fasziniert, ja. Auch Daniel Auteuil, der das so spielt, dem nimmt man das wirklich ab, diesen desillusionierten, ein bisschen, ja, in die Ferne schweifenden, mit dem Blick in den Ferne schweifenden Typen, der so ein bisschen, der hat so eine Traurigkeit in sich irgendwie, also man merkt es irgendwie so, trotzdem irgendwie so, ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr auch Auteuil-Filme schon manchmal gesehen habt, hat ja manchmal wirklich so ein Gesicht, also dass man so denkt, wenn er zum Beispiel so lächelt, dass er sich anstrengt mit dem Lächeln, ja? Also der kann das einfach so, der macht das einfach so, ja. Und der hat auch immer so eine kleine Schnute, ja, so. Und so, ja. Und diese Rolle passt da wirklich gut, ja, und auch eben wieder gut besetzt, weil es eben irgendwie schon komödiantisch ist, aber eher eine ernste Komödie. Also man, ja, man könnte jetzt manche sagen jetzt vielleicht, naja, also was sagt die Kollegin, ja, eine Komödie, die ernst ist, ja. Ja, gibt es auch, ja. Wurde nur so ein bisschen hintergründig, dass tatsächlich ein bisschen, ja, also nicht jetzt tragikomisch ist, aber schon so bitterer Ernst so quasi dahinter steckt, ja. Und, aber auch nicht satirisch. Also das meine ich. Ich habe auch gestern Abend dann im Bett überlegt, wie kann ich diesen Film euch am besten so, also wie kann ich euch das Genre am besten erklären? Und jetzt habe ich es wirklich mal versucht, aber ich weiß nicht, ob es wirklich gut gelungen ist. Ja, da muss man sich wirklich vielleicht selbst mit überzeugen von dem Film und dann für sich selber herausfinden, ja, in welche Sparte kommt der Film jetzt eigentlich besser rüber? Also, wo würdet ihr den einkategorisieren? Ja, naja, gut, also wie gesagt, ja, das geht jetzt eigentlich auch immer so weiter in dem ganzen Gedöns da, ja. Und Francine kommt dann aber auch bald mal auf die Idee, ja, sie muss einfach mal auch sich jetzt mal eine richtige Arbeit nochmal suchen. Ja. Jetzt nicht nur von Martials Kohle leben, ja, also das finde ich gut, ja. Sie ist ja so ein bisschen, ja, freiheitsliebend und auch so ein bisschen ausgeflippt, ja, sie geht gerne feiern oder man, nicht vielleicht unbedingt gerne feiern vielleicht, aber sie ist immer mit ihren Freunden irgendwie unterwegs, sie hat einen kleinen Umtrunk oder so, oder lässt sich mal einladen von dem, dann lädt der andere den wieder ein, also immer so reihum irgendwie, aber sie ist immer irgendwie auf Achse, sagen wir mal so, ja. Und hat auch einen großen Freundeskreis, wie sie Martial auch sagt, ja. Und er freut sich dafür auch, und aber sie sagt, sie möchte, und gerade so ein junges Mädchen von 21 Jahren, ja, die jetzt weiß, dass jemand da mit Kohle ist, ja, und ja, auch sehr sympathisch, ja, und sehen lassen kann man sich auch mit ihm, also er sieht ja sehr adrett aus auch, ja, und sie sagt dann, nee, ja, mache ich aber nicht, will mein eigenes Geld verdienen, will unabhängig bleiben, ja, also wunderbar, ja, wunderschön. Er hat ihr ja sehr viel geschenkt, ja, und er würde das auch weitermachen. Ja, das ist nicht das Ding, aber das fand ich wirklich toll, auch dann wirklich die Moral so zu sehen, dass nicht jeder Mensch dann sagt, gut, das habe ich hier ein Jahr mit Kohle hier ordentlich, ja, und dann brauche ich ja nichts mehr machen, ja, kann mir ausruhen, ja. Und einfach, ja, das fand ich sehr, ja, realitätsnah dann auch, wenn es denn so Menschen gibt, die so denken wie Francine, ja. Gut. Ja, Martial sieht dann aber irgendwie, dass sie zwar irgendwie losgegangen ist, er ist dann aber auch mal unterwegs und sieht sie dann mit Freunden irgendwo, ja, durch einen Zufall in der Stadt. Die Stadt ist ja nicht so groß jetzt, ja, ist aber so eine kleine Provinzstadt und ist halt wie ein Kiez, ja, und ja, da grübelt er wieder, als er nach Hause kommt, ja. Und wartet auf sie, dann ist es schon fast 2, sie ist immer noch nicht da. Und sie kommt dann, ja, aber irgendwann. Und sie sagt, okay, bist noch wach, ja, hättest doch schon schlafen gehen können. Ja, nee, ich habe auf dich gewartet. Er tut dann so, als wenn er ein Buch gelesen hätte oder so, ja.
Und er fragt sich natürlich auch, wie war es denn heute, ja, mit Arbeitssuche? Da dachte ich, okay, ja, der Wecker hatte eben schon nach 2 gesucht. Ja, ja gut, ja. Es gibt ja manche Metiers, da geht es erst nachts los, ja. Aber ich sage, ja, naja, ein bisschen schwierig und so, ja, muss noch weiterschauen und so, weiß noch nicht so und so. Naja, und man merkt dann eben sehr schnell, dass Martial eben ja sie gesehen hat, ja, und unterwegs und ein bisschen sehr eifersüchtig wird, ja, also. Und sie sagt, du hast mir immer gesagt hier, dass ich nicht hier eingeschränkt irgendwie bin in meinem Bewegungsabläufen, ja, in meinem Tagesablauf und so. Warum machst du jetzt hier auf Eifersucht, ja? Ja, ich kann halt nicht dafür, du gefällst mir und ich versuche das auch zu vermeiden, aber ja, also er könnte sich schon vorstellen, dass, naja, da mehr entsteht, ja. Er weiß natürlich auch, dass Francine eigentlich, ja, so einigermaßen festen Freund hat, ja. Naja, den hat Mats ja inzwischen auch mal kennengelernt, findet er auch sehr sympathisch und er beschließt, dem Typen auch gleich mal eine Stelle zu verpassen, ja, und zwar bei dem Filialleiter da, bei dem Raul, ja, wo er gestern vorgestern, auch vor ein paar Tagen dann ja mittlerweile schon die Bücher da durchgeschaut hat, ja. Naja, in der Zwischenzeit meint die Mutter, er redet ja auch mit seiner Mutter mal schnell am Telefon und so, ja, und die sagt, also Junge, ja, bist du immer noch in die Marsch, ja, du musst mal weiter turnen, ja, darum haben wir dich ja abgesandt da, ja, oder ausgesandt, sagen wir mal so, ja, dass du endlich mal hier Karacho da mal bringst, ja, mit den anderen 4 Jahren, dass die wieder auf Vordermann gebracht werden. Er sagt, ja, ich mach das schon und so, ja. Nun ja, nun sieht man ja, dass Martial eigentlich gar nicht daran denkt, da aus dem Marsch wegzugehen. Und deswegen, naja, ich sag mal so, auf einmal erwartet ihm plötzlich so eine Nachricht, so eine Hiobsbotschaft, seiner Mutter geht es plötzlich nicht gut, ja. Er muss sofort Flugzeug nehmen und nach Paris zurückkommen. Naja, lasst euch da mal überraschen, ja. Ich muss immer überlegen, dann, was ich noch erzähle vielleicht, ja, bis dahin und oder vielleicht dann stoppe, damit nicht alles verraten wird, ja. Deswegen bin ich manchmal so und überlege, sitze dann auch so da wie Martial, ja, so. Und weil ich einfach wirklich überlege. Aber ich sag mal nichts, ja, jedenfalls ist die Mutter leider erkrankt und Martial muss zurück. Und da ist der wirklich schnell zur Sache, ja. Also da nimmt er sich wirklich ein Flugzeug und fliegt zurück nach Paris, ja. Inzwischen dann trifft er auch nochmal auf seine Frau. Und schlägt er auch vor, eben weil er sein Leben total vom Grund auf ändern will, das ist ihm jetzt auch klar geworden, da in die Marsch und alles, ja, dass er generell Radikalkur macht mit seinem Leben, quasi. Tabula rasa, ja, so kann man sagen. Und er schlägt dann seiner Frau an einem Abend da auch vor in Paris, dass es ja nichts bringt, ja, dass er die Scheidung will, dass er sich von ihr scheiden lässt. Und die Frau ist zwar erst ein bisschen, ja, überrascht, ja, du kannst doch nicht, und warum denn, es ging doch bis jetzt ganz gut und so, ja gut, man kann meinetwegen auch eine offene Ehe, ja, aber das ist es ja wahrscheinlich doch nicht, was Martial will, er nimmt es zwar stillschweigend hin, als wenn es ihm auch egal wäre im Grunde, aber jetzt hat er sich natürlich da, was sind da, achso, Schatten Omi, trotzdem hat er sich ja ein bisschen Gedanken gemacht und will jetzt da wirklich auch mal Ordnung in sein Leben bringen, und ist ja auch richtig, ja, ist ja auch sehr viel, ja, also ich sag mal so, ist ja wichtig auch für den Gemütszustand, ja. Naja, wie das dann abläuft, müssen wir mal sehen, ja. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, das ist eigentlich könnte man es auch sagen, Beziehungsdrama, ja. Es ist wirklich ein toller Film, der sich wirklich, mehr verrate ich auch nicht, weil es gibt dann natürlich Wendungen und Drehungen und neue Begebenheiten mit Francine dann nochmal und Martial, weil er geht ja, fährt ja dann wieder zurück nach Limage und dann passieren natürlich noch andere Dinge, wo wirklich dann eine Wendung auch nochmal eintritt, die möchte ich jetzt nicht großartig besprechen, weil dann hätte ich den ganzen Film von hinten bis vorne leider schon erzählt und das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich möchte ja bloß den Kern der Geschichte erzählen und der ist halt, dass er halt, abgesandter ist oder ausgesandter für eben die Filialen da durchzuschauen, ja, bleibt in die Marsch hängen, ja, weil, eben diese nette Francine da kennenlernen und dann gibt es eben halt eben so ein, ja, Beziehungsgedöns, ja. Man kann es nicht anders sagen, wie es ist, ja. Und das ist aber dann auch noch gekoppelt natürlich mit den Freundschaften von Francine, denn er selber hat ja in die Marsch anscheinend keine Freunde, ja.
Und wie sich das entwickelt, das möchte ich euch wirklich nicht jetzt gleich auf dem Präsentierteller hier servieren, ja, weil ihr sollt schon noch ein bisschen Spannung und haben und ein bisschen Anreiz, dass ihr vielleicht da man irgendwie, ja, manche, viele mögen ja auch Sandrine Bonnaire, ja, und wo man dann sagt, möchte ich gerne sehen, ja. Ich habe den Film jedenfalls als sehr anders empfunden als andere französische Filme. Ich weiß nicht, eben warum. Es ist wirklich das, was ich schon vor einer Viertelstunde ungefähr gesagt habe. Eben diese, mit dieser Komödie und doch nicht Komödie, und aber sagt, hier, ihr wisst ja, wenn, dann bitte nochmal zurückspulen, ihr könnt ja einfach nochmal hier zurückspulen und das, dann nochmal da mein Eindruck da dessen nochmal, ja, zu Gemüte ziehen, ja. Ansonsten habe ich der Film wirklich, also, und das ist nicht, weil ich Daniel Auteuil total super finde als Schauspieler, nicht nur, ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn ich gesagt hätte, oh ja, hat erst richtig gut geklungen, weil ich habe mir ein bisschen die Handlung mir mal vorher schon durchgelesen, dachte, ja, trotzdem hätte ich mich beinahe verschluckt, ja. Trotzdem kann man sich aber täuschen, oder der Film kann sich anders entwickeln, als man selber denkt. Man hat ja eine Vorstellung, wie man in den Film reingeht, erstmal irgendwie, ja. Muss wirklich sagen, bin sehr, 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 sehr angetan gewesen von dem Film. Die Machart von Claude Sauté hat mich wirklich unheimlich gepackt. Ja, ich mag sowieso auch viele Sauté-Filme, nicht alle, weil die oft sehr eigenwillig daherkommen. Also so habe ich es ja immer für mich empfunden, eigenwillig, ja. Aber das ist keine aufgedrungene und aufgezwungene oder gewollte und doch nicht gekonnte aufdringlich, also ja, wie ich gerade gesagt habe, sondern macht einfach nur Spaß, ja. Völlig anders als andere Filme nochmal, auch aus Frankreich. Wenn man jetzt nur französische Filme nimmt, auch da nochmal völlig anders, wie gesagt, kristallisiert sich richtig anders raus. Daniel Auteuil ist wieder total sympathisch, man nimmt ihn den Charakter wirklich so ab, wie er auch dargestellt werden soll. Ja, auch Sandrine Bonnaire, wo ich ja letztens schon mal gesagt habe, einige Filme waren sehr, sehr gut mit ihr, die ich gesehen habe, auch sehr viele, ja, Miniserien, die ich aus Frankreich gesehen habe, waren sehr gut, ja. Aber es gab auch so einige Filme, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Das war damals auch der Film Vogelfrei, wo sie ja ihre Karriere mit gestartet hat. Ja, den habe ich übrigens auch im Livestream damals mal, auch da muss man unter dem Tab Live schauen. Da habe ich den Film damals reviewed, ja, vor einigen Wochen, Monaten schon, ja. Und da war ich sehr enttäuscht. Also sie hat wirklich alle Achtungen wirklich gemacht, also richtig gut, aber der Film war einfach zu langweilig. Er war einfach zu dörflich angelegt. Und dann, ja, überrascht euch, lasst euch mal, ihr könnt euch mal gerne die Review nochmal anschauen, ja, ist so vogelfrei mit Sandrine Bonnaire. Also wie gesagt, da war ich wirklich sehr enttäuscht damals von dem Film, nicht von ihrer Leistung, aber von dem gesamten Bild, also von dem ganzen Ensemble, so also es hat mich nicht gepackt, ja. Ich werde, dieses ist ja jetzt hier kein Livestream, das ist ja jetzt hier bloß eine Aufzeichnung, also ich kann, wenn ich das jetzt hochlade, euch den Film auch dann gleich nochmal verlinken, wegen Vogelfrei, dann könnt ihr da bitte gerne nochmal schauen. Ist auch ein Film mit Sandrine Bonnaire aus Anfang der 80er, glaube ich, von 81 oder so. Naja, ja. Also wie gesagt, hier müsste ein bisschen später sein. 81, da wäre sie ja noch sehr, sehr jung gewesen dann, ja. Na gut, aber wie gesagt, aber das hier diesmal, dieser Film war wieder richtig toll. Also da muss ich sagen, da hat es auch richtig gut reingepasst. Man glaubt ihr das, dass dieses junge, frische Mädchen spielt, wo sie wirklich so auch mit Freunden so um die Häuser zieht und so ein bisschen, zwar auch ernsthaft manchmal, ist, sich aber auch Gedanken macht um ihre Zukunft und so, aber auch so ein bisschen ausgeflippt ist auch die Klamotten, die sie dann trägt. Ja, ich liebe ja Hüte, ja, sie trägt da so einen Hut, da ist eigentlich schon gar kein Hut, da ist eigentlich nur eine Kopfbedeckung an sich und ich dachte, nee, also ich liebe Hüte über alles, ja, aber den hätte ich mir freiwillig nicht aufgesetzt, ja. Aber könnt ihr mal, ist so ein lila Federfieder oben, ja. Könnt ihr mal da schauen. Aber trotzdem, man glaubt ihr, dass das ein bisschen ausgeflippt ist, aber trotzdem auch sehr nachdenklich. Auch, dass er beständig sein möchte und so. Also so wie so ein Durchschnitts-Twen, kann man so sagen, ja. Also wirklich, man glaubt es ihr. Und sie ist auch sehr ansehnlich, muss man wirklich sagen, sehr, sehr adrett aus und so, ja, schön die Haare immer so einer Banane hochgesteckt, ja, also, und, ja,
man, also nimmt man immer wieder auch diesen Filialleiter, ja, wo die Kassenbücher da dann, ja, der da Angst hat, eben, dass die Kassenbücher, dass da was auffliegt, ja. Naja, also dem nimmt man das auch ab, ja, wie der da, wie ein rupftes Huhn quasi hin und her rennt, weil er Panik schiebt, ja. Also ist wirklich sehr, sehr gut, aber auch mit diesem Filialleiter, wie gesagt, dem Raul, ja. Ja, Raul, ja, manche sagen so, also, dann, was soll ich sagen? Gibt es da noch eine nette Wendung, ja, wo ich nicht mit gerechnet hätte? Also lasst euch da auch mal überraschen. Insgesamt wirklich ein toller Film. Also als ich den Film gestern beendet hatte, dann habe ich wirklich so gedacht, hat mir gefallen. Ja. Ist ein Film, wo man, also für mich jedenfalls, wo ich länger, den ich länger im Gedächtnis behalten werde und wo ich dann sage, okay, also den könnte ich euch wirklich empfehlen. Ja. Und von daher, es gibt hier und da ein bisschen Mängel. Ja, ein bisschen, ja, so leichter. Aber das liegt vielleicht auch nur an mir, weil vielleicht in einigen Situationen vielleicht noch hätte ein bisschen besser ausgearbeitet werden können, so die Charaktere in ganz klitzekleinen Nuancen, ja. Und von daher, ihr wisst ja, ich gebe 5 Fingerchen, ja, 5 Sterne für den allerbesten, für die allerbeste Bewertung. Und ich würde diesmal wirklich sagen, sehr, 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 sehr gute 4+ Sterne. 4+ Sterne auf jeden Fall. Ja. Also ansonsten hätte ich ihn auch jetzt nicht ins Programm genommen. Er lohnt sich, ja. Er macht wirklich Spaß. Es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt wirklich da sitzt und lacht, lacht, lacht. Ist eigentlich eine, also ist wie gesagt eine Komödie, wo man eigentlich nicht lachen kann und trotzdem ist er irgendwie eine Komödie. Das ist das, was ich vorhin am, ja, in der Mitte des Videos ungefähr gesagt habe dann, ja. Ja, ich überlege auch jetzt immer noch, welches Genre könnte man da noch extra nehmen, ja, ich weiß nicht, ja. Aber lasst euch da mal überraschen, bildet euch einfach gerne eure eigene Meinung. Ich habe dann einen Trailer, muss ich jetzt mal schauen, ja, ich zeichne jetzt erst auf, muss jetzt erstmal überlegen, weil ich ja sonst mal live bin, dann habe ich immer alles schon vorbereitet und dann könnt ihr gleich darauf zugreifen. Jetzt natürlich dann auch, ja, aber jetzt, wo ich jetzt gerade in der Aufzeichnung bin, denke ich, ah ja, das musst du auch noch machen, das musst du auch noch machen, ja, dass die Links dann alle drin sind und so. Auf jeden Fall verlinke ich euch den Film, ja, ist auf einer Plattform, könnt ihr alle anschauen, braucht euch da nicht anmelden und nix, ist so eine ähnliche Plattform wie YouTube, ja, und könnt einfach loslegen mit dem Film, wenn ihr auf den Link geklickt habt, und ich schaue auch nochmal, ob ich vielleicht doch mal noch einen Trailer finde, aber ich hoffe, dass ich auch einen deutschen Trailer finde, denn der Film kam damals dann auch in die deutschen Kinos, ja, er lief in den deutschen Kinos tatsächlich und später dann in den 90er Jahren, glaube ich 1990 oder so, kam der dann sogar auf VHS. Also es kann sogar sein, dass es vielleicht eine DVD gibt, das weiß ich jetzt nicht, aber es könnte vielleicht sein. Ja. Aber auf jeden Fall wäre es eine DVD-Veröffentlichung wert, ja, möchte ich wirklich sagen. Aber ich habe ihn jetzt erstmal für euch so. Ja. Er ist ein bisschen gekürzt und einmal sieht man den Cut wirklich sehr, 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 sehr extrem. Ja. Also da habe ich gedacht, huch, ja, holla die Waldfee, ja. Aber ansonsten für 1988 ganz gute Qualität. Kann man wirklich nicht meckern, auch wieder super Synchronsprecher. Damals hatte Daniel Auteuil zu der Zeit ja als Hauptsprecher, fast als Hauptsprecher, den Synchronsprecher in Deutschland Guido Högel, ja, hauptsächlich. Heute variiert das mitunter ein bisschen, ja. Und diesmal aber in einige Tage mit mir hat Guido Högel wieder sich Daniel Auteuil zur Brust genommen und hat den schön dann synchronisiert. Also wunderbar, ja. Kann man nicht meckern. Das hat mir sehr gut gefallen. Lasst euch da jetzt überraschen. Schaut einfach schöne Filme. Habt viel, viel Spaß dabei. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne eure, ja, euren Eindruck oder eure Eindrücke dann später gerne in die Kommentare mich wissen lassen, wie ihr den Film empfunden habt. Ja, ob das was für euch war und ob ihr vielleicht mehr von solchen seltenen Filmen noch mehr haben wollt. Weil ich mache ja eigentlich immer seltene Filme, ja. Aber wenn ihr mal Wünsche habt, also auch einfach rein in die Kommentare, ja. Damit ich auch weiß, dass ich mal eine kleine Übersicht habe, ob ich eigentlich so euren Geschmack mitunter dann treffe. Ja, denn ich mache ja sehr viele französische Filme hier in der Reviews. Ja, weil das wollte ich von Anfang an, wo ich mit Kulis Filmwelt begonnen habe. Also hauptsächlich machen wir, also natürlich auch schöne amerikanische oder deutsche, auch mal, obwohl Deutsch ist ein bisschen schwierig bei mir. Ja, sind nicht immer so, Deutsche haben nicht immer so die Filme so gebracht, wie ich wollte, ja. Aber so amerikanische, italienische, alles, ich mache eigentlich alles, aber meine große Liebe ist halt Frankreich, ja. Mein Herz schlägt für Vive la France, sage ich mal so, ja. Also muss man wirklich so sagen.
Und daher gibt es natürlich sehr, sehr viel französische Filme und eben auch vielleicht manche, die ihr nicht kennt. Ja. Aber deswegen lasst euch einfach überraschen. Ja. Gut, das war's von mir. Ich habe so ungefähr mit der Zeit hingebracht, wie mit einem normalen Livestream. Ja. Und jetzt 45 Minuten gleich. Und von daher sage ich jetzt, ja, Bewertung wisst ihr, es ist alles da dann unten in der Videobeschreibung, könnt ihr alles da anklicken. Und bis dahin, ja, bis morgen. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen live wieder gehe. Also jetzt, heute haben wir Donnerstag. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Freitag dann live gehe oder ob mir das gefällt, ja, hier mal auch Aufzeichnungen zu machen. Irgendwie ist es schön, ja. Denn dann kann man auch, wenn man sich nochmal verspricht, wenn man denn möchte, nochmal rausschneiden oder so, ja. Oder wenn man doch mal aufs Klo nochmal zwischendurch muss, ja. Naja, brauchte ich heute nicht, ja. Und ich schneide das auch nicht. Hab keinen Bock jetzt, ja. Ich lasse, entschuldige bitte nochmal wegen den Lichtverhältnissen, ja. Mich später mal selbst. 2:30. Ich werde mal morgen, wenn ich doch wieder eine Aufzeichnung machen sollte, erst um 2:30 das machen, ja. Gut. Ansonsten viel Spaß, ja. Und lasst mich wissen, lasst einen Daumen oben, wenn euch die Review gefallen hat. Und auch wenn es euch gefallen hat, dass ich es mal als Aufzeichnung gemacht habe. Ja? Heute gibt es also keinen Livestream, jedenfalls nicht auf YouTube. Und bis dahin sage ich es erstmal, bis morgen. Ja? Ich bin auf jeden Fall morgen wieder da. Ja? Als ob in live oder in Farbe, ja, oder als Aufzeichnung, aber dann auch in Farbe. Gut, meine Lieben, bis dahin sage ich es erstmal, habt einen schönen Tag. Morgen ist Freitag, Leute, ja, Wochenende ist wieder naht, es naht sehr, sehr mit schnellen Schritten. Macht euch schön, passt gut auf euch auf, wenn es noch sehr windig irgendwo ist, ja. Und habt einfach einen schönen Tag und schaut mal bitte hier einige Tage mit mir, ja. Ein wunderbarer Film. Also bis dahin erstmal, salut, da habe ich einen Frosch im Hals gehabt. Salut, abentur, mes amis, eure Kulle. Tschüss.